Hallo, liebe OP-Leser und Zuschauer. Ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei euch für diese super krasse Unterstützung. Hi, also ihr seid heute hier für den Stern und supportet auch Jana? Ja, absolut, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Klar. Glaubt ihr, sie kommt heute weiter? Ich denke, sie hat absolut die Chance und die Möglichkeiten dazu, ja, so wie sie sich bisher geschlagen hat. Also ihr verfolgt das auch und bis zum Finale dann Jana? Ja, also soweit es geht, wenn es möglich ist, immer geguckt und ja. Ich denke, sie schafft es. Ich glaube auch. Ihr beiden seid auch heute gekommen, um Jana anzufeuern. Ihr steht also hinter Jana und seid für Jana? Ja. Ja. Bis zum Finale, habt ihr es die ganze Zeit auch verfolgt bisher? Ja, schon eigentlich. Und ihr findet auch, dass Jana am besten ist? Oder wie seht ihr die Konkurrenz? Wie schätzt ihr das ein? Nö, ich denke schon, dass Jana die Beste ist. Ihr seid heute gekommen, um Jana anzufeuern, richtig? Ja, klar. Ihr mögt Jana, ihr findet sie auch gut und am besten? Ja, natürlich. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Ganz ehrlich? Roman. Roman und Jana dann? Zweite. Ja. Hi Jungs, ihr seid heute hier auch, um Jana anzufeuern. Wie ist eure Prognose für heute Abend? Ja, ich glaube halt, wenn sie nicht die Erste wird, dann definitiv die Zweite. Sie muss ja weiterkommen. Also heute Abend die Zweite oder insgesamt die Zweite Minimum? Nee, heute Abend Minimum, aber hoffentlich kommt sie weiter, weil Konkurrenz ist schon stark. Ja, alle sind gut, das ist richtig, aber wir stehen alle hinter Jana, richtig? Auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Also ich habe es beim Neujahrsempfang der Stadt Marburg erlebt, fand ich toll. Ja, also Sie sind begeistert? Wenn ich die Möglichkeit habe, daheim zu gucken, dann gucke ich, aber dienstlich kann ich es manchmal nicht. Aber heute Abend? Ich hatte schon eine gute Stimmung. Heute Abend bin ich eigentlich ins Kino gegangen, weil die Singstunde ausgefallen ist. Ja, aber Sie glauben, dass Jana heute weiterkommt, ich richtig? Hoffe ich, ja. Ja gut, ich denke schon. Aber Sie dürfen natürlich trotzdem meine Mitte machen. Ich nehme es auch, kein Problem. Aber Sie kennen Jana doch, oder? Ja, natürlich, ich gucke jede Sendung. Ich habe es mir auch zu Hause eingespeichert. Ja, sehen Sie aber doch. Aber leider muss ich heute Abend ins Kino gehen. Ja, wenn das zu Ende ist, bevor das Ergebnis verkündet ist, können Sie ja schnell rüberhüpfen in Kino 6. Ist auch umsonst. Das könnten wir eigentlich noch machen, oder? Klar. Das ist super Idee, genau. Das hätten wir nämlich jetzt gar nicht. Und dann schön anfeuern. Guten Abend, Herr Faupel. Sie sind heute auch gekommen, um Jana und das Event hier zu unterstützen? Natürlich bin ich gekommen, um hier nochmal richtig Mut zu machen und auch damit Jana zu unterstützen. Sehr gerne sogar. Also Sie stehen hinter ihr und Sie glauben auch, dass sie nach Baku geht? Wissen Sie, sie hätte es verdient. Was passiert, wenn man im Halbfinale ist, das ist auch immer etwas vom Glück abhängig. Meine Frau sagt, die vielen Frauen wählen jetzt nur noch den jungen Mann. Also da kann Qualität kaum noch wirklich entscheiden. Verdient hätte sie es auf jeden Fall. Und wenn sie ein bisschen Glück hat, dann fährt sie auch nach Baku. Herr Bergmann, Sie kommen von der Oberhessischen Presse. Sie sind auch Redakteur, richtig? Blattmacher ist okay. Das, genau, offiziell. Aber ist im Grunde Redakteur, klar. Sie sind heute Abend hier der Hauptorganisator für das Public Viewing von Jana Gerke. Ist Mitorganisator. Also wir haben das alles zusammen gemacht. Das Cineplex hat sich bereit erklärt, uns das Kino zur Verfügung zu stellen. Die Schüler von der Lahntalschule kamen auf uns zu und sagten, Mensch, wir müssen doch was zusammen machen. Dann haben wir uns dann natürlich angeschlossen, haben die Werbetrommel gerührt und haben dann hoffentlich heute auch einen schönen Abend miteinander. Wer hat am Ende die meisten Stimmen und steht im Finale? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss! Ich freue mich schon, wenn ich wieder zurückkommen darf in unser schönes Hinterland und ich hoffe, wir sehen uns dann.